Liebe Musikfreunde, willkommen zum Vlog Nummer 5. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute sozusagen mit Andreas und Andreas. Ich möchte ganz herzlich begrüßen meinen Kollegen Andreas Heinig. Ja, Andreas, wir kennen uns ja eigentlich schon eine ganze Weile, kann man sagen. Kann man sagen, ja. Ja. Aber jetzt sitzen wir hier super als Kammermusikpartner und kennengelernt haben wir uns eigentlich eher als ja, meine Wenigkeit als Student und du als Korrepetitor und als der mir was beibringt. Und gerade mit dem Beethoven profitiere ich noch heute davon. Hoffe ich, wird man dann gleich hören. Ja, also ich meine, jetzt, wir haben uns, wie gesagt, während deines Studiums kennengelernt, wo du bei Herrn Ginzel deinen Meisterklassenabschluss gemacht hast. Diese Arbeit ist mir auch eigentlich wirklich eine gute Erinnerung. Für mich als Begleiter, wenn ich so eine Klasse begleite und vor allem jetzt, wenn ich mit jemandem so auch intensiv probe wie mit dir, ist das ja dieser Lerneffekt auch wirklich was Gegenseitiges. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Den Beethoven haben wir uns heute rausgesucht, den wieder nach langer Zeit zu reaktivieren, weil... Ja, also... Erstens ist es ein wunderbares, schönes Stück, natürlich. Außerdem, gerade was wir jetzt besprochen haben über unsere Studien, über meine Studienzeit, wir haben ihn ja schon mal gespielt. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war. Aber, und ich weiß auch gar nicht, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, aber es kam am Ende so raus, dass wir beide im Prinzregententheater saßen, volles Haus und tatsächlich diese Variation gespielt haben. Ja. Und das war für mich schon mal erstmal eigentlich das Größte bis dahin. Ja. Und da diese Bühne und dieses volle Haus, es war irgendeine Stiftung, hat das Konzert veranstaltet oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr. Aber neben diesem ganzen Musikalischen, was wir da probiert haben und was wir dann auch gemacht haben im Konzert, ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, dieser Schock, auf die Bühne zu gehen und nach oben zu schauen. Im Prinzregententheater gibt es eine ganz tolle Deckenmalerei. Mhm. Und ich hatte mir in der Probe überlegt, ich war sehr aufgeregt, ich schaue dann nach oben. Ich schaue mir diese schöne Deckenmalerei an und dann spiele ich einfach das Blaue vom Himmel oder eben diese Deckenmalerei vom Himmel runter. Und dann schaue ich nach oben, sitze auf der Bühne und schaue nach oben und dann sind diese Wahnsinnsscheinwerfer da. Mhm. Und dann habe ich erstmal gar nichts mehr gesehen. Und dann habe ich versucht, mich zu sammeln und es gab nur grüne und blaue Punkte auf den Noten. Es war also ein wirklicher Stress. Und es war genauso, wie ich es auch schon mal geträumt hatte. Ich hatte schon mal geträumt, dass ich schon lange vorher, dass ich einfach die Noten nicht sehe. Das ist irgendwie eine Panik. Und dann wurde die real im Prinzregententheater. Also wirklich sehr aufregend, aber es hat dann ja doch irgendwie geklappt. Ja, ja, das ja? Ist schön über die Bühne gesehen. Kann man sagen, ja. Und wieso wir das jetzt nochmal rausgeholt haben, weiß ich gar nicht. Aber es ist einfach wirklich ein schönes Stück. Und wir haben es ja schon in der Musikschule in Grevelfing gespielt. Vor... Ja, wie kann man das beschreiben, das Publikum? Also im geschlossenen Zimmer mit offenen Fenstern und mit der Audienz draußen. Auch, ja, auch Corona, eine besondere Sache. Besondere Sache, Corona-bedingt, sowie auch diese Veranstaltung hier. Es gibt eine große Fanbasis, ja. Habe ich gesehen, für diese Wir Sendung. Wir möchten euch auch ganz herzlich für diese Unterstützung danken und finden es toll, dass immer, wenn ein neuer Vlog rauskommt, gleich wieder viele Leute uns... E-Mails schreiben, manchmal auch in die Kommentare. Ihr dürft auch öfters in die Kommentare schreiben. Ich glaube, es interessiert auch manchmal die anderen zu sehr, was so jemand gut oder vielleicht auch habt ihr auch eine Anregung oder könnt uns was empfehlen oder noch besser das Video teilen oder weiterleiten. Mhm. Entschuldige, jetzt habe ich dich total unterbrochen. Ja, kein Problem. Aber was mich interessieren wollte, also ich muss ein bisschen ausholen, ich habe ein kleines Gastgeschenk dabei auch. Also es ist nur symbolisch. Und zwar, es ist das Ei des Anstoßes. Das Ei des Anstoßes? Ja, und der Anstoß ist hier gar nicht negativ gemeint. Ich muss zu diesem Ei was sagen. Okay. Ich habe jetzt sehr aufgepasst, dass ich diese Sessel hier nicht beschmutze, weil es mir ist noch roh, ist nicht gekocht. Mhm. Das ist ein Ei von unseren eigenen Hühnern. Und wir haben jetzt durch diese ganze Corona-Pandemie, durch diese Eingeschränktheit und Langeweile auch teilweise zu Hause, haben wir uns Hühner angeschafft. 4 Stück. Mhm. Ein Huhn, da vermuten wir es, dass es noch kein Ei gelegt hat. Das ist Flattuccino.
Und dieses Ei ist von Frikassee. Den Namen habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das haben unsere Kinder so überlegt. Aber was ich eben wissen wollte, wir hatten ja schon eine kleine Reihe in der Musikschule Gräfelfing. Und was war dann nun der konkrete Anstoß, sage ich jetzt mal, also im positiven Sinne sozusagen das hier ins Leben zu rufen? Gab es da jetzt machen wir das einfach mal, oder ich habe jetzt einfach Lust darauf, oder was war Ja, da? ja. Na, ich glaube, also ich meine, ich habe das ja zusammen mit meinem Bruder, machen wir das. Und ich bin irgendwie Weihnachten da gesessen und habe gemerkt, okay, bei mir war das auch so, letzte Konzert irgendwie Anfang Oktober. Ich bin jetzt auch nicht so ein disziplinierter Mensch, der dann so ohne Ziele wirklich viel und gut arbeiten kann. Und ich habe gemerkt, aber wenn ich nicht arbeite, geht es mir schlecht. Weil das Üben, das Zusammenspielen auch, natürlich auch mit Publikum, aber ich meine auch wirklich einfach schon das Üben, ist ein Prozess, der irgendwie auch eine Art geistige und körperliche Reinigung mit sich bringt. Eigentlich irgendwo ein spiritueller Prozess. Und wenn der über einen langen Zeitraum wegfällt, ist das nicht gut. Und das Zweite ist auch, ich habe gedacht, wir haben natürlich irgendwo jetzt gerade hier in unserer Umgebung auch viele Leute, die gerne zu unseren Konzerten gekommen sind. Viele davon, die wir über einen langen Zeitraum auch schon persönlich kennen. Und da war dann irgendwie die Idee, das muss man irgendwie miteinander verbinden und einen Kontakt einfach behalten und herstellen. Und vielleicht auch einfach mit neuen Erfahrungen, auch mit ein bisschen Spaß verbinden. Ich meine, jetzt so eingeschränkt alles ist, man kann auch was Neues machen. Und ich meine, ich fand diese Arbeit sehr schön eigentlich. Ja, wunderbar ist das. Also Ja. ich habe es ja auch schon gesagt, ich habe jetzt seit dieser ganzen Zeit nicht so viel am Cello gesessen wie jetzt in dieser Vorbereitung für unser kleines Konzert hier. Ja, das ist Ja. schon so. Und das gibt einem dann auch selber einfach diese Abwechslung, die man braucht, weil sonst viele Menschen so in echt in der Interaktion, die sehen wir ja gar nicht mehr. Und auch im Supermarkt siehst du ja nicht mehr die Gesichter, du siehst bloß noch die Augen und weißt eigentlich nicht, was dahinter ist. Und Musik ist einfach essentiell, ja, für uns. Das ist schon so. Und wenn sonst gar nichts stattfindet, dann umso mehr. Und wahrscheinlich fürs Publikum genauso. Also ich denke, dass eigentlich, also natürlich, man fängt danach an zu überlegen, ist das, was man macht, eigentlich überflüssig? Ist es überhaupt wichtig? Also wenn man einfach darauf verzichten kann, vielleicht ist es gar nicht wichtig. Aber ich glaube eigentlich schon, dass das, was wir machen, eigentlich auch eine Form von Gesundheitsfürsorge ist. Ich glaube, unsere Fähigkeit miteinander liebevoll umzugehen, unsere Fähigkeit sozusagen auch eben auch eine Art spirituelles Erlebnis zu haben, ist für unsere Gesundheit wichtig. Absolut, da Und stimme ich zu, ja. ich habe übrigens, da muss ich den Text von dem Beethoven mir nochmal zu Gemüte Ach, geführt. du auch, Ja, okay. genau, ich auch. Naja, man überlegt ja doch irgendwie, also ich bin jetzt nur kein großer Opernkenner, muss ich Geht sagen. mir ganz genauso, ja. Und ich kannte jetzt sozusagen nur so den Anfang bei Männern, welche Liebe fühlen und so weiter. Und dann fand ich immer, das ist doch irgendwie eigentlich ein bisschen banal. Kam mir das so vor. Aber wenn man den Text weiterliest, ich finde den eigentlich sehr schön. Also erstens bei der Zeile von Pamina, die liebt versüßet jede Plage, da habe ich dann im Geiste gleich Pandemie gelesen statt Plage. Und ich fand auch den letzten Satz, den beide zusammen singen, ihr hoher Zweck zeigt deutlich an, nichts Edleres sei als Weib und Mann, reichen an die Gottheit an. Ich glaube, es geht auch hier in diesem Text eigentlich um auch was Spirituelles. Ja, klar, unbedingt. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum Beethoven jetzt gerade dieses Stück genommen hat. Er hat aber dieses Thema Liebe hat er sehr viel. Also er hat Ja. die Beethoven-Sonaten, ich weiß gar nicht, welche das war,
Da schreibt er in einer Widmung, von Herzen möge es zu Herzen gehen. Ja. Also es geht sehr in diese Richtung, ja, Ja. das ist schon so. Aber ich habe ja auch ein bisschen nachgeschaut, ohne dass ich vorher alles wusste über Beethoven oder über dieses Werk, und habe also gelesen, dass er das geschrieben hat, nachdem er die Zauberflöte besucht hat. Ja, das war wohl 1801, wenn die Quellen stimmen. Geschrieben ist es, glaube ich, 10 Jahre vorher. Und er hat wohl, so steht es in der Quelle, direkt nach dem Besuch geschrieben. Ja, und ich habe dann ein bisschen geschaut auf Beethovenhaus Bonn.de oder so ähnlich heißt die Adresse, und habe mal gefunden, habe ich jetzt hier mitgebracht, den Autographen davon. Und ich zeige es dir gleich. Wenn man das nämlich genauer anschaut, dann hat man den Eindruck, er hat es vorher geschrieben, bevor er in die Oper gegangen ist. Weil die erste Zeile ist picobello. Also jede Note ist genau, auch die ganzen Sechzehntel und die Balken und alles wie mit dem Lineal geschrieben. Und zum Schluss ist es alles hickhack und durchgestrichen und mit einem unglaublichen Schwung. Und man hat den Eindruck, entweder er ist wirklich furios in diesem Stück drin oder er ist einfach eilig, noch pünktlich zu seinem Mozart zu gehen. Ja? Die kannten sich ja auch. Also schaut euch mal, das ist jetzt hier bloß der Anfang, also seine Schrift, was ich auch einfach toll finde, wie er schreibt. Und hier sieht man ganz deutlich, das ist die erste sozusagen Seite. Stimmt, das Alles ist. in Ordnung. Also wirklich toll geschrieben. Das sieht für beethovenische Verhältnisse geradezu leserlich aus. Ja, Ja. genau. Hier haben wir ein Zwischenstück. Ich habe mir jetzt nicht alle Seiten kopiert, aber da siehst du schon, ja, Ja, die Arbeit kommt. es ist Eile, ja, er hat sich noch nicht verschrieben, aber die Bögen sind wirklich mit sehr viel Schwung. Und hier haben wir den Schluss und da ist also geschwärzt hier und durchgestrichen da und so. Sehr schön. Und das ist toll, ja. Ja. Also das ist wirklich faszinierend. Ich finde sowieso immer ganz toll, die Originalhandschrift von Komponisten zu sehen, Ja. ja, und dann auch mal zu probieren, davon zu spielen. Hast du mal Also probiert? das konnte ich nicht lesen, also auf die Nee. Schnelle, weil das habe ich mir erst gestern Also sozusagen ich habe gelesen mal, angeschaut. dass Mendelssohn, wo er Goethe vorgespielt hat, aus Autographen oder gespielt haben soll. Ja. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also ich kann das, also jetzt, es gibt Komponisten, wo man es lesen kann, aber bei Beethoven. Also Mendelssohn hat aus seinen eigenen Nein, Autographen, aus den oder? Autographen von Beethoven hat er Ah ja, sozusagen Goethe ja. vorgespielt. Ah, das, ja, gut. Also ich meine, es ist sicherlich auch viel Übungssache, weil früher gab es schon auch diesen Druck, aber es war Ja, durchaus ja üblich, auch von handgeschriebenen Noten zu natürlich. spielen. Aber so wir Cellisten zum Beispiel, wir kennen alle Suiten von Bach mehr oder weniger auswendig. Ob wir sie auch auswendig so vortragen, das ist wieder eine andere Sache. Aber eigentlich hat man es so drin und es ist üblich, die auswendig zu spielen. Und ich habe tatsächlich mal ein Konzert in Berlin gehabt. Das war ein ganz spezielles Konzept. Das war Orgel auf der Empore und dann sozusagen immer im Wechsel mit mir auf der Bühne mit einem Satz aus Bach. Und ich habe dann aus diesen Abschriften von der Anna Magdalena gespielt. Ich hatte auch vorher daraus schon natürlich geübt, sonst hätte ich es auch so nicht entziffert oder dann wahrscheinlich doch auswendig gespielt. Aber das macht schon was. Also man kommt schon auch in eine andere Welt. Ja, und ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt, aber das Schriftbild, das macht sehr viel aus. Ja, und wir sollten es mal probieren, vielleicht beim nächsten Mal, ja, aus dieser Art von Noten zu Ja, spielen. okay. Ja. Wir werden das vielleicht auch unten verlinken. Einmal das Beethovenhaus in Bonn. Die haben ein wirklich sehr schönes, umfangreiches Archiv, wo sich jemand, der Interesse hat, da wirklich stöbern kann und viele tolle Sachen findet. Ja, Ja. ja, ja. Das ist eine tolle Sache. Also ich freue mich jetzt sehr auf Beethoven. Ja, dann machen wir das Dann machen so. wir das so. Ja. Gut. Liebe Musikfreunde, bleiben Sie jetzt dran. Wir spielen für Sie Beethoven. Und beim nächsten Vlog möchte ich gerne vorankündigen, kommt der Bariton Aeneas Humm und mit seiner Pianistin Dojana Czakarowa. Teilen Sie unsere Seite, geben Sie einen Daumen hoch. Wir würden gerne noch mehr natürlich Abonnenten haben, mehr Leute haben, die das sehen. Und wir bedanken uns sehr herzlich für die Unterstützung. Jetzt viel Spaß mit Beethoven.
Thank you.